Moin und willkommen zu einem neuen Teil ETS 2 auf der ProMods und der RussMap. Ja, wir sind irgendwo im tiefsten Russland. Wolgograd heißt das hier hinten, glaube ich. Und ja, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg, unsere nächste Ladung abzuholen. Und dann schauen wir mal, dass wir Richtung Ziel kommen. Irgendwie will er gerade nicht so recht. Ich weiß jetzt auch gerade, glaube ich, gar nicht, was ich als Fracht ausgewählt habe. Ich meine, das war irgendein Containerchassis, aber das können wir ja gleich auch noch anders auswählen. Gucken wir mal, wenn wir dabei auf Firma sind. So, in der letzten regulären Folge, hieß irgendwie Schatten der Vergangenheit, hatte ich ja davon erzählt, dass ich mich da am Donnerstag noch mit einem ehemaligen Fahrer meiner virtuellen Spedition auf dem TS treffen wollte und ein bisschen reden wollte, nachdem man ja ein paar Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Haben wir auch gemacht, da war auch noch ein zweiter mit bei. War ganz lustig und interessant und hat sich denn letztendlich noch so ergeben, dass derjenige, mit dem ich ja hauptsächlich da reden wollte, wieder bei mir in der Spedition als Fahrer angefangen hat. Ja, nennen wir ihn jetzt hier einfach mal beim Vornamen, Markus heißt er. Ist denn so für mich einfacher, wenn ich darüber erzähle, wo man da den Namen so hat, als immer nur von ihm oder der Person zu reden. Ja, auf jeden Fall haben wir dann Freitag und Samstag auch noch so zusammen etliche Kilometer Multiplayer gefahren. War auch ganz lustig, interessant und eine nette Abwechslung im Vergleich zu dem, was ich sonst so mache. Meistens ist man ja doch eher alleine unterwegs, irgendwie im Singleplayer, wie jetzt hier auch. Und da kam diese Abwechslung auch mal ganz recht. Vor allem, man hat auch mal wesentlich mehr gefahren als sonst. Sonst ist das ja immer mal, dass man doch irgendwie nur so eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück mal dazu kommt, irgendwas zu machen. Und dann war es das auch schon wieder, weil irgendwelche anderen Sachen anstehen, man noch irgendwas anderes fertig kriegen muss. Und ja, das hat ganz gut was an Kilometern auf dem anderen Spielstand gebracht. Auf dem Konto bei dieser Verwaltungssoftware gab es natürlich dementsprechend auch ein ganz dickes Plus für die paar Tage oder die paar Touren. Und ja, ist zumindest auch jemand, bei dem ich nicht großartig nachgucken muss, ob er alles richtig macht oder ob das alles so läuft, wie es soll. Da muss ich auch nicht hinterher sein, von wegen, dass er irgendwie was haben möchte an Skins, LKWs, Auflieger oder so. Da sind andere ja nun mal doch wesentlich anders drauf. Die wollen irgendwie am liebsten alle paar Tage was Neues haben. Und das haut nicht hin. So, das, was ich hier vorhabe, haut auch nicht hin. Muss irgendwie doch zu einer anderen Stelle bei der Firma. Naja, die andere Person, die da noch mit bei war, die wollte nicht wieder mit in die Spedition zurück. Stört mich auch nicht weiter, muss ja auch jeder für sich selber wissen.
Und im Endeffekt bedeutet das für mich auch bloß weniger Ärger, weniger Stress, weniger Arbeit. Also von daher auch alles gut. Irgendwie fühle ich mich hier jetzt gerade verarscht. Gut. Ich meine, wenn man auf der falschen Seite in die Firma reinfährt, dann kann sowas halt mal vorkommen. Aber passt zum heutigen Tag irgendwie so ein bisschen total verplant. Haut nicht immer alles so hin, wie man sich das denkt, aber naja, gut. Irgendwie bin ich auch ziemlich müde. Ich könnte mich so ins Bett legen. War auch wieder eine ziemlich kurze Nacht. Das hat doch mal wieder so, ja, zu sage und schreibe 4 Stunden Schlaf gereicht. Ist für mich jetzt an sich ja nichts Ungewöhnliches, aber irgendwann geht dann das auch so ein bisschen auf Nerven. Na, nehmen wir den. Ja, dann wollen wir uns jetzt mal so langsam auf den Weg Richtung Ziel machen. Ich denke mal, ganz bis dahin werden wir das in dieser Folge nicht schaffen. Dafür dauert das denn doch zu lange. Der steht ja auch sehr günstig, ne? Ja, dann ist die anderen Tage, also quasi gestern, noch was Erfreuliches passiert. Ich habe bei YouTube jetzt die 500 Abonnentenmarke geknackt. Dazu habe ich auch noch extra ein Video gemacht. Weiß jetzt nicht, ob ich das vor dieser Folge veröffentliche oder nicht. Also für mich jetzt aktuell ist das noch nicht veröffentlicht, aber gut, schon hochgeladen und alles. Ja, die Frage ist denn, wie das aussieht oder wie die Lage halt ist, sobald ihr dieses Video hier seht. Ach, alles verwirrend. Naja, ihr werdet es ja sehen. Ich wollte jetzt auch noch kurz was zu dem Video sagen, aber ich will es auch nicht spoilern, weil ich jetzt halt nicht weiß, welches von beiden zuerst kommt. Aber ja, war oder ist halt erfreulich. Und mal gucken, wie sich das alles so weiterentwickelt.
Tendenz oder Prognose ist halt steigend. Musst hier auch immer für die anderen mitdenken. Ja, so, eigentlich sollte ich davon noch gar nicht erst anfangen zu reden oder irgendwas so zu sagen, aber fällt mir schwer und ich mach's trotzdem. Ich will versuchen oder hab's mir auch für diese Woche vorgenommen, noch einen Livestream zu machen. Ja, wird wahrscheinlich irgendwie mal ja, vormittags, nachmittags oder so passieren. Auch hier ist nichts Langes, ein, zwei Stunden. Ja, eher zwei Stunden mal. Ach, ganz locker weg, dass da auch mal wieder so ein bisschen was passiert. Ist halt ja allgemein nicht ganz so einfach. Man hat es halt öfter vor. Und kommt denn doch nicht so dazu, weil dann immer irgendwas anderes dazwischen kommt. Ist halt nicht unbedingt einfach, wenn man in mehreren Bereichen irgendwie aufgestellt ist und was macht. Aber gut, ich bin ja nun auch nicht unbedingt in der Zwangslage, irgendwas machen zu müssen. Von daher immer locker weg. Ja, ist nicht lang. Immer locker weg und dann passt das schon. Aktuell habe ich zeitlich ja doch ein kleines bisschen mehr Luft, weil ich so vom Modden her erstmal weiter. Ja, nichts hab. Ich meine, ich habe zwar ein paar Projekte, die ich machen möchte. Oder auch noch fertig bringen möchte. Auch schon angefangen sind, aber. Ja. Läuft nicht weg. Gut, die andere Sache ist, ab April wird das zeitlich eh alles erstmal wieder so für zweieinhalb Monate alles ziemlich knapp von der Zeit her. Da wird es dann auch definitiv wieder weniger Videos geben. Also wenn dann ein oder zwei die Woche kommen, dann wird das viel sein. Aber gut, wie bei so vielen anderen Sachen auch, abwarten, überraschen lassen. Da im Vorfeld immer irgendwie was zu sagen, ist halt schwierig. Meistens kommt es ja eh anders, als man sich das denkt. So, jetzt haben wir heute eigentlich auch gar nicht allzu viel geschafft. Und wieder nur so ein bisschen im Ort rumgekurvt, aber gut. Der Ort war auch ziemlich groß.
Ja, wir kommen damit dann nochmal zum Ende. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denne, tschüss.